Verdammte Scheiße! Ich brauche einen Button auf meinem Controller, mit dem ich mich wiederbeleben kann, damit ich nicht immer meinen Controller loslassen muss und mich aufregen muss. So ein Dreck. Lasst mich jetzt da durch, Mann. Kein Rhythmus dran gehabt. Manometer! Ja, ist jetzt gut! Der Stachel kann mich mal, Mann. Es wäre nett, wenn du wenigstens den Hoffnungsschimmer gibst und mich ab und zu mal durchlässt. Das wäre herzallerliebst, wunderschön, Pussy-Pussy. Kriegst du von mir einen Diedelzettel? Mann! Der ist knapp. Ey, lass mich doch einmal wieder da durch. Was ist denn dein Problem? So ein verfluchter Scheißdreck. Der Sprung war absolut... Der war absolut grottig. Ja, der war zu weit. Vom Timing her war der richtig. War auch vom Timing her richtig. Mies für die Karte trainieren gehen und einfach schön Gewicht durch die Gegend schmeißen. Richtig ausrasten. Dass ich nicht mal eine andere Taste programmieren kann dafür, das regt mich auch auf, Mann. Ich muss mal kack R drücken. Weißt du, wo R ist? Das ist richtig scheiße. Wieso kann ich nicht irgendwie... Ah, wieso kann ich es nicht auf dem Controller konfigurieren? Das regt mich auf. Und B, warum kann ich nicht eine einfache Taste machen, wie Leertaste oder sowas? Ein Riesending, wo ich einfach draufknüppeln kann und gut ist. Nein, ich muss da mal das friemelige R finden. Das ist richtig behindert. Das, ja. Ja, der war's fast. Zweit gesprungen. Ansonsten vom Timing her ist er super. Ist super. Hat übrigens schön erst Sport gemacht, dann beim Sport gegrillt und dabei Fußball geguckt. Deutschland-Portugal 4-0. Was ein schönes Ding. Schön reingemüllert. Ist ein sympathischer Kerl, muss ich sagen. Ich habe die Pressekonferenz danach noch gesehen und er meint so, ja, ne, das soll man nicht in den Himmel loben. Und ich finde, er hat recht. Er hat einen guten Job gemacht, aber er kriegt dafür auch scheiß viel Geld, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich hierfür 2 Millionen kriegen würde, wäre ich hier schon längst durch. Dann würde ich die ganze Nacht noch durchspielen. Bei 2 Millionen war jetzt geschätzt, ich habe keine Ahnung, wie viel er bei Bayern kriegt. Ich habe keine Ahnung, wie viel er dafür kriegt, dass er jetzt bei der WM dann so durchdreht. Da gibt es
bestimmt auch irgendwelche Prämien. Aber das macht ihn sympathisch. Er sagt, ne? Kinders, auf dem Boden bleiben. Ich habe da zwar ein schönes Spiel abgeliefert, das weiß ich. Aber das war das erste Spiel von vielen. Und man weiß nicht, wie es im nächsten Spiel wird. Und hat er genau recht mit. Man weiß es einfach nicht. Das ist ein guter Junge, der Kerl. Wie alt ist der? Der wirkt mega jung. Ja, der Sprung war sehr gut. Leider hat nicht mich bewegt. Dann kann ich auch wieder daraus schließen, dass der Sprung dann doch nicht gut war, weil ich mich nicht bewegt habe. Mann! Der war kacke. So, bei so ein paar Leuten habe ich mich dann gefragt, ob die überhaupt mitgespielt haben. Lahm zum Beispiel. Den habe ich gefühlt, habe ich den gar nicht gesehen. Hummels hat schön gespielt. Schade, dass er sich ein bisschen verletzt hat. Ich weiß nicht, ob ihr Fußball interessiert seid. Ich gucke mir zumindest EM, WM, Champions League an. Die Spiele gucke ich mir doch immer gerne an. Weil das dann auch relativ hochklassiger Fußball ist. Ich meine, okay. Gestern kam als zweites Highlight-Spiel dann um 22 Uhr Nigeria gegen Iran. Das war so eine Geschichte. Ich weiß nicht mal, warum die bei der WM mit dabei sind. Damit andere Mannschaften Tore schießen können vielleicht. Also Traumfußball ist das nicht. Ich meine, Portugal hat ja gestern auf den Sack gekriegt, ne? Ja, aber so ein Ronaldo, ne? Von dem alle sagen, er ist der geilste überhaupt. Er hat es gestern nicht viel zustande gekriegt, aber da sieht man einfach zwischendurch, wenn er dribbelt oder so, es sieht einfach geil aus. Ich meine, ob das effektiv ist, ist eine andere Sache. Aber bei Nigeria oder Iran sieht man weder Effektivität noch irgendwie ein bisschen rumgedribbelt oder so. Von daher, ich weiß nicht, was die in so einem Turnier machen. Ich meine, es gibt auch Länder wie Elfenbeinküste oder Schweiz. Das sind Pissstaaten, wenn man ehrlich ist. Die kommen aus Pusemuckel und da ist nicht mal Fußball, ist da nicht mal ein großes Ding. Und was ist, die spielen geilen Fußball. Ich weiß es doch in der... Boah, was war das denn? WM 2010? Oder EM? WM 2012? Nee, es war WM 2010. Schweiz gegen... Ich weiß nicht, was das war. Frankreich oder so? Und die haben die abgezogen. Und das war wunderschön. Also auch solche kleinen Miniländer können das machen. Aber nicht Iran und auch nicht Nigeria. Ganz bestimmt nicht. Und auch nicht Ghana. Ich versuche mich hier gerade jetzt mit Fußball abzulenken, damit ich mich nicht so aufrege. Ich krieg diesen Sprung nicht mehr hin. Also das ist, als wäre da eine Blockade vor. Lange schafft das hier auf jeden Fall nicht mehr. Mit meinem geistigen Zustand. Ja. Sollte ich danach, wenn ich irgendwann mal dieses Spiel geschafft habe, wirklich den zweiten Teil quasi spielen. Also, I wanna be the guy. Gaiden. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Da gibt es konfigurierbare Tastenknöpfe. Mit Respawn, also Restart auf einem Controller. Da werde ich mich dann nur noch halb so oft aufregen. Da gibt es andere Punkte, worüber ich mich dann aufregen kann. Fucking Kackspiel. Ich krieg
diesen Sprung nicht mehr hin. Es klappt nicht. Ich hatte vorhin eine Phase, da wäre es möglich gewesen. Jetzt stolper ich hier schon eine halbe Stunde rum. Und kriege diesen Sprung nicht mehr gebacken. Ich bin schon wieder kurz davor, da einfach durchgehen zu wollen. Was aber gefühlt noch schwerer ist. Und noch seltener klappt. Boah, kann dieses Ding hier nicht mal weg sein? Kann das nicht kaputt schießen? Ja, das Ganze neigt sich hier dem Ende. Ich hab keinen Bock mehr. Mann! Boah! Ja, lauf gegen den Stamm. Das ist bestimmt! Das soll's gewesen sein für heute. Ich habe kein Durchhaltevermögen mehr. Der zweite Teil also heute etwas kürzer. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.